Vor allem aber, weil wir uns beim Fußballspiel gesehen haben. Genau. Wir haben gedacht, erst den Kerl kenne ich. Das war auch zufällig, genau. Das war echt Zufall, ja. Das war lustig dort. Ja, leider haben sie verloren, aber irgendwann ist leider immer die so. Mädels. Ja. Beim Sport verliert immer irgendeiner. Ja. Gibt es Sport, den Sie betreiben? Puh, extrem Serien schauen. Das ist kein Sport, oder? Genau. Und dann kannst du ja dein Handy weit werfen, ist auch schon Sport. Genau. Habe ich jetzt gelesen. Nein, ich habe einmal kurzfristig geliebäugelt mit E-Rolli-Fußball. Das ist eine ziemlich Hardcore-Geschichte. Es gibt spezielle Rollstühle, die sind extrem die haben ein hohes Ansprechverhalten. Aber die sind sau teuer, glaube ich, oder? Geschenkt kriegt man die nicht, ja. So 10.000 Euro, glaube ich, kostet. Wir waren einmal bei einer Aktion, wo wir gespendet haben, da ist eben sowas angeschafft worden und ich war, das war 10.000 Euro, glaube ich. Ja, ja, also die sind schon teuer, aber das sind auch Spitzensportgeräte. Ja, ja. Und die Fahrer. Also der kann wirklich was, der Rollstuhl. Der ist schnell, der ist wendig, der dreht am Stand und der, dadurch, dass er am Stand dreht, ist die hohe Beschleunigung, kriegt der Ball einen riesigen Speed, den er dann mit dem Gitter vorne wegkickt. Okay. Und das ist auch, und man muss ja sagen, das Spannende bei dem Sport ist, da sind Menschen, die haben Gasknochen wie ich, einen Muskelschwund, die nur mehr die Finger zu bewegen können. Und das Allerärgste ist, es ist echt unpackbar. Und da sieht man, wie gleich wir alle sind. Es gibt Sonderschulen hier in Wien und in Oberösterreich, wo E-Rolli-Fußball gespielt wird. Und da sehen Sie die kleinen Scheißer mit 10 Jahren. Ja. In einem kleinen Rolli, kleiner wie meiner, in einem Handrolli mit Motoren dran. Also wirklich so ein Klapperding. Ich würde mich einsetzen in sowas. Der tut sich vor einer Gitter auf und prescht auf zwei ausgewachsene E-Rollis zu, nur weil die gerade den Ball haben und der kleine Scheiß sind null. Das ist, glaube ich, eine Altersfrage, oder? Der weiß es noch Fußball. Nicht, was passieren kann, oder? Das ist Fußball. Ja. Die Kinder sind Fußballnarren. Aber ist Basketball, ich habe gedacht, das ist beim Behindertensport ist Basketball beliebter. Na, Basketball ist für Leute, die nur einen Querschnitt haben. Okay. Oder halt obenrum fit sind. Aber das wird auch intensiv betrieben, oder? Ja, ja. Aber der E-Rolli-Fußball ist jetzt in Österreich groß startend. Und das ist eben der Sport, das den. Das müssen wir mal anschauen. Da gibt es sicher Videos, oder? Ja, ja. E-Rolli-Fußball.at, die österreichische Mannschaft in Wien. Ja. Zwei Top-Mannschaften, in Burgenlanden gibt es welche. In Oberösterreich gibt es. Ich bin mir nicht sicher, ob wir in jedem Bundesland schon welche haben, aber wir sind auch schon bei internationalen aber die, Events dabei. Aber die besten E-Rolli-Kicker sind eher die, die auch gut sind bei diesen Computerspielen? Nein. Oder was muss man da können? Nein, gar nicht. Weil ich denke, die Fähigkeit so zu navigieren, da, ich weiß es von meinen Söhnen, wir haben immer so Ego-Shooter-Spiele gehabt, ich war eben nach 30 Sekunden tot, ja, ja. Ich meine von hinten erschossen, bevor ich ihn gesehen habe. Das war schrecklich. Ich kann sowas auch nicht. Nein, man muss schlicht und ergreifend gut Rolli fahren können und eine gewisse Übersicht haben und Übung. Ich habe Leute gesehen, die haben verloren am Feld herumgefahren am Anfang. Jetzt nach 2 Jahren sind die richtig gute Tormänner. Also es geht schon mit Übung und du brauchst, es ist wie aber Fußball. Der Tormann, wie hoch fliegt der Ball dann? Der Ball der ist meistens nur am Boden. Ja. Das heißt, der wehrt dann auch ab mit dem Rollstuhl, mit dem Gitter. Ja genau, der hat vorne so ein Gitter drauf. Und der fährt dann immer so den Tor. Und der ist aber genauso wie die Feldspieler ausgestattet, oder wie? Ja, ja. Okay. Genau, der hat kein Fanggitter oder so. Und wie groß ist das Tor? So ein Handballtor, oder? Boah, 3-4 Meter, ich bin mir nicht sicher. Ja. Also wie gesagt, ich habe am Anfang einmal mitgespielt, habe aber dann, damals hat es nur was für meine eigenen Rollis gebraucht. Und da habe ich mir gedacht, da war mir mein Rolli zu schade, dass ich ihn so hernehme, weil das ist eine hohe Belastung. Ja, ja, klar. Und jetzt hat die Spitzenmannschaft in Österreich schon dezidierte Fußballrollis und da geht die Post ab. Und die waren in England schon bei Matches, die haben sie in Deutschland gematcht mit internationalen Teams. Also die sind gut, die sind richtig, richtig gut. Witzig. Und das ist, also die Top-Spieler und die Spiele sind echt spannend, weil da wird halt echt. Waren Sie bei den Special Olympics? Nein, da war ich leider noch nicht.